meine Lieben, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen Me-Time mit mir. Heute möchte ich euch was Altbewährtes zeigen, ein Fazit nochmal geben und es gibt eine Verlosung. Und wenn dich das interessiert, dann wie immer schnapp den Kaffee, einen Keks, was auch immer dir gut tut. Und nach einem kurzen Intro sehen wir uns dann wieder. Ich sehe heute nicht so richtig fresh aus. Ich wurde nämlich heute Morgen aus dem Bett geklingelt. War jetzt gerade unter der Dusche und habe jetzt eine ganz trockene Haut. Und das wollen wir hier in diesem Video ändern. Und damit ihr dann auch wirklich ein Fazit habt oder zumindest vielleicht eine Veränderung seht, habe ich dieses Videoformat so gewählt. Aber das Wichtigste zuerst, wenn du neu bei mir bist, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und wenn du wieder eingeschaltet hast, schön, dass du wieder da bist. Und wie gesagt, am Ende des Videos gibt es eine Verlosung, also bleib da gerne dran. Das Video ist sponsored by Biowohlen Everts Pharma GmbH. Ich sage nochmal vielen lieben Dank, ich habe mich da sehr gefreut, weil ihr wisst das, ich sage das euch immer in meinen Aufgebrauch-Videos, ich habe ja unter anderem von Biowohlen 2 Jahresfavoriten und das nicht das erste Jahr. Und die möchte ich euch heute nochmal zeigen, nochmal ein bisschen was für den neuen Abonnenten sagen, was es eigentlich ist, worum es denn überhaupt geht, was es machen soll, was es nicht machen soll. Und los geht's. Es geht um diese zwei Schätzchen. Ihr kennt sie. Ist ja nicht so, dass ich keine anderen Salben habe. Sie haben auch die Kresse-Salbe, die Moos-Salbe, die Algensalbe, die Honigsalbe, die Senfsalbe. Also die sind alle richtig toll. Ich muss jetzt gerade mal schauen in meinem Spiegelschrank, welche ich nämlich vom Geruch her tatsächlich am besten finde, ist nämlich die Senfsalbe. Die ist so gelb. Oh, die mag ich total gern. Ich tue mir die immer total einteilen. Und welche auch sehr gut ist, die Algensalbe. Also die sind auch sehr schön, diese nicht fürs Gesicht, die sind für den Körper. Also wie gesagt, ich bin ein totaler Fan. Das muss ich jetzt echt mal sagen. So, Schrank wieder zu, nichts kaputt machen. Aber es geht zuallererst, und ich mache nur eine Seite, damit ihr vielleicht mal den Unterschied seht, weil jetzt nach dem Duschen habe ich wirklich eine richtig trockene Haut. Ich habe ein chemisches und ein physisches Peeling gemacht, sprich mit Salicylsäure ein Peeling auf der Haut, und diese Salicylsäure, die geht ja sozusagen unter die untersten Hautschichten, und deswegen habe ich jetzt wirklich eine trockene Haut und meine Haut braucht Pflege. Ich fange tatsächlich dann immer zuerst an mit meiner heißgeliebten Augensalbe, und zwar der Jasminsalbe. Die ist bei Augenringen und Schlupflidern. Aber ich sage euch auch immer wieder, weil da gibt es immer wieder Negativkommentare, wenn du so wie ich diese richtigen Cremefüßchen hast, wo du viel lachst, wirst du das nie wegbekommen. Punkt. Aber ich brauche mittlerweile fast kein unterstützendes Make-up, um meine Augenringe zu kaschieren, weil meine Augenlider total durchfeuchtet sind, gefühlt aufgepolstert, und dann hast du hier auch nicht die Problematik, wenn du ein Make-up auflegst, dass du hier so grisselige Knäckebrothaut hast. Das habe ich tatsächlich überhaupt gar nicht mehr. Wie gesagt, somit Erklärung, ist als Make-up-Unterlage geeignet für alle die Salben. Die ist, also es ist Naturkosmetik, 6 Monate haltbar, wird übrigens in Frankfurt hergestellt und wir haben in dem Tiegel 100 Milliliter. Also ich finde die wirklich sehr schön. Ich reklamiere ja immer, dass sie die Tiegel von Augensalbe ein bisschen kleiner gestalten könnten, aber nachdem ich da ja wirklich gar kein Problem habe, ich teile das immer mit jemandem, kippt mir das auch nicht. Mal angenommen, ihr habt so ein bisschen länger auf, solange es nicht stinkt und nicht komisch ist und auf der Haut nicht komisch reagiert, dürfte da eigentlich auch nichts passieren. Wie gesagt, wenn ihr da Fragen habt, schreibt es gerne an Biowohlen. Die beantworten euch das auch gerne hier unten in den Kommentaren. Und was gibt es noch dazu? Ich schaue gleich nochmal nach den Inhaltsstoffen für diejenigen, die es eben noch nicht kennen. Und genauso ist es bei den Salben, wenn ihr unzufrieden seid oder ihr vertragt es nicht. Sie nehmen das zu einem gewissen Zeitpunkt dann auch noch zurück. Natürlich nicht, wenn die Box alle ist, dann natürlich nicht. Aber es kann ja wirklich sein, dass da Stoffe drin sind, wo der ein oder andere überhaupt nicht mag oder den Geruch nicht mag. Dann nehmen sie das gerne zurück. Dann auch, wie gesagt, einfach an Biowohlen schreiben. Die sind auch total entspannt, kann ich euch empfehlen. So, nachdem ich ja schon Ü29 bin, kann ich mir natürlich nicht alles merken, muss es ablesen. Also wir haben einen kontrolliert biologischen Abbau, ohne Silikone, ohne Mikroplastik, ohne Parfüm und ohne Farbstoffe.
Und wenn du diesen Tiegel öffnest, dann ist manchmal so ein Stückchen raus. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie euch beschummeln wollen von dem Produkt, von der Menge, sondern das ist dem Herstellungsverfahren sozusagen gegeben. So, dann, was steht denn da noch Schönes drin? Eine Überdosierung ist nicht möglich, bei allergischen Reaktionen absetzen, Lagerung bei 5 bis 25 Grad. Die genauen Inhaltsstoffe lese ich euch jetzt nicht nochmal vor, die könnt ihr bitte auf der Webseite erlesen. Aber sie haben immer wieder Rabattaktionen, momentan haben sie einen 30% Herstellerrabatt, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, kostenlose Lieferung, Kauf auf Rechnung. Und so weiter. Also, jetzt fangen wir mal an und schmieren uns das mal drauf. Ihr wisst, ich nehme da auch gerne zu viel. Ich habe mir mittlerweile so einen Spatel angeschafft, weil tatsächlich finde ich das nicht so angenehm, in diese Tiegel mit die Hände reinzugehen. Und man braucht da tatsächlich auch nur wenig. Das ist wahrscheinlich auch wieder viel zu viel, aber das ist egal. Wir machen jetzt erstmal nur die eine Seite. Man soll ja eigentlich Augencremes auch nicht über das Auge machen. Aber das mache ich immer je nach Lust und Laune. Und wie gesagt, ihr seht, ich habe da jetzt wirklich zu viel genommen. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ich massiere mir das wirklich immer so ein bisschen ein. Und ihr merkt es auch, wenn ihr das länger verwendet. Ich meine, mit dem Tiegel kommst du wirklich ewig hin. Eure Haut wird anders. Also angenehmer, durchfeuchteter, aufgepolsterter. Wie gesagt, richtige Lachfältchen kann also dieses Produkt auch nicht verhindern. Und Schlupflider kann es auch, wenn es genetisch bedingt ist, auch nicht komplett wegzaubern. Aber seht ihr, gut, jetzt im Moment vielleicht noch nicht. Wir warten einfach mal ein bisschen. Aber ich finde das auch ein sehr angenehmes Gefühl, einfach ein erfrischtes Gefühl. Meine Haut lechzt regelrecht nach Feuchtigkeit und das gibt mir diese Jasmin-Augensalbe jetzt auch. Und ich finde es halt einfach angenehm. Deswegen, das ist tatsächlich mein absoluter Favorit. Ich teste ja wirklich unheimlich viel Produkte. Ich teste auch zwischendurch mal andere, um einfach festzustellen, die Jasmin-Augensalbe von BioVolin ist halt einfach noch die beste, die ich eigentlich so die letzten Jahre hatte. Es gibt immer wieder Produkte, wo ich sage, ja, die sind auch nicht schlecht, aber überzeugen mich, meine Haut nicht zu 100%. Aber auch das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich werde hier nicht für alle Marken und Firmen sprechen, sondern nur für meinen Test, für meine Testreihe, die ich jetzt über lange Zeit schon habe mit BioVolin. Deswegen ist das tatsächlich meine allerliebste Augensalbe bei Augenlidern und Schlupflidern oder bei Augenringen und Schlupflidern. Und nun kommen wir zum zweiten Produkt. Da bin ich eigentlich, wie sagt man so, Regen in der Traufe oder keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das Produkt damals bekommen und habe mir gedacht, ja, ich habe ja gar keine große Poren und gar nichts. Ich habe nur hier mal so ein paar Stellen. Aber dann habe ich sie benutzt und ganz ehrlich, der Geruch ist nicht ganz so meins, aber ich habe eine Veränderung an meiner Haut feststellen können. Das ist die Harzsalbe, die ist bei vergrößerten Poren, sollte sozusagen die Poren ein bisschen minimieren, komplett, wenn du richtig, sage ich mal, krankhaft bedingte große Poren vielleicht auch hast, wo du vielleicht Neurodermitis oder irgendwelche anderen Geschichten hast, da kann das nicht zu 100%ig funktionieren, aber meine Haut ist feiner geworden, das merke ich tatsächlich. Und wenn ich dann mal eine Zeit lang was anderes nehme, dann merke ich auch, dass ich dann hier gerne mal so Pickelchens bekomme. Ist kein Pickelchen, das ist was anderes. Also diese Salbe tut meiner Haut tatsächlich richtig gut. Auch hier werden wir jetzt nochmal die Fun Facts raussuchen, damit ihr das nochmal wisst. Vom Prinzip her alle Salben biologisch hergestellt und auch als Make-up-Unterlage. Harzsalbe. Und auch hier diese Herstellergarantie und Rückgarantie, also wenn ihr nicht zufrieden seid. So, bei großporiger Haut und Mitessern. Und ihr müsst auch wirklich, am Anfang war das bei mir so, dass die Haut ein bisschen schlechter geworden ist, so circa 2 Wochen. Und dann hat sich die Haut dran gewöhnt. 100 ml auch hier enthalten. So, und zwar tägliche Reinigung, täglich nach der Reinigung auf die Haut im Gesicht auftragen. Für besondere Pflege ist die Salbe zusätzlich mit hochwertiger Hyaluronsäure und reinem Vitamin E angereichert. Damals, die Hyaluronsäure macht's. Für jede Altersgruppe geeignet, für alle Hauttypen und eben, wie gesagt, als Make-up-Grundlage. Ohne Silikone, Mineralöle oder Mikroplastik. Ich habe nämlich jetzt so eine Reihe auf TikTok mittlerweile gesehen,
wo es tatsächlich viele Firmen gibt, die sagen, es ist ohne Mikroplastik und dann haben sie Mikroplastikersatzstoffe drin, wo wir denken, schwierig, deswegen bleibe ich dann lieber bei meiner heißgeliebten Harzsalbe. Die tragen wir jetzt auch nochmal auf. Die sieht ein bisschen anders aus wie die Jasminsalbe. Und ich kann euch nicht sagen, also für mich riecht die nach was. Und die tue ich mir tatsächlich dann auch immer ein bisschen großzügiger auftragen und arbeite mir die auch richtig ein. Wie gesagt, mache ich jetzt erstmal nur eine Seite, auch ein bisschen Hals, Dekolleté solltet ihr vielleicht auch mitmachen, das mache ich jetzt heute mit dem Pulli nicht. Schauen wir mal, ob man da vielleicht was sieht, vielleicht sieht man was. Das Gesicht rötet natürlich dann erstmal, weil natürlich, es kommen Inhaltsstoffe. Das Gesicht sagt, oh, was ist da los? Was ist da los? Ich habe übrigens noch ein anderes Video von Rezidin. Kommt demnächst. Ich schaffe es momentan einfach nicht. So. Also wie gesagt, das Gesicht wird ein bisschen gerötet. Aber ihr seht es doch. Also ich finde, vielleicht bildet es mir auch ein, das kann auch sein. Ich finde schon, dass man da eine Veränderung sieht. Klar, hier ist natürlich Feuchtigkeit jetzt hier überhaupt nicht ganz trocken. Aber ich finde, seht ihr, wie schnell das einzieht. Und wenn ihr da einen Moment wartet, vielleicht Ohren sauber macht dabei, dann trocknet das ein bisschen an und dann könnt ihr nach ein paar Minuten tatsächlich eure Foundation schon auftragen und ihr habt keinen Stress mit irgendwelchen Grisselchen und gar nichts. Tatsächlich alle Salben funktionieren mit sämtlichen Foundations. Ich habe da noch gar keine erwischt. Auch hier, wie gesagt, immer Asche auf mein Haupt, nur die, die ich benutze, habe ich getestet. Wenn ihr natürlich eine Foundation habt, die natürlich mit Salben nicht funktioniert, dann bin ich fein raus. Aber wenn ich jetzt nur allein vom Hautgefühl, hier habe ich das Gefühl, ich brauche unbedingt Pflege. Unbedingt. Und hier denke ich mir, der Tag kann starten, du kannst dich jetzt fertig machen. Ich muss nämlich nachher noch einkaufen gehen. Und ja, also deswegen werde ich jetzt mir ganz schnell den Rest fertig machen und dann geht's zu dem Fazit zu diesen zwei Produkten, die tatsächlich meine Jahresfavoriten schon seit 2 Jahren sind. Jo, bis gleich. Gesehen, wie schnell das eng gezogen ist. Wahnsinn, gell? Also, kommen wir zum endgültigen Fazit. Was sage ich zu den Salben? Ich habe tatsächlich von den Salben noch gar keine schlechte gehabt. Grundsätzlich soll es ja mal so sein, dass du eine Salbe kaufst, die natürlich auf dich zugeschnitten ist, die deiner Haut was bringt. Wie gesagt, die Harzsalbe war eigenes Ding, bin zufrieden und ich möchte gar keine andere momentan kaufen, also von Biowohle natürlich sehr gern, weil die alle gut sind. Ich bin da aber auch nicht empfindlich, das muss man auch sagen. Bei mir ist es tatsächlich egal, was für eine Salbe ich verwende. Wenn sie zu fettig, zu reichhaltig wäre, dann brauche ich es für die Nacht. Das ist das Einzige, wo ich halt gucken muss. Und ansonsten bin ich mit den Salben mehr als zufrieden. Und was haben wir jetzt dann hier? Einer von euch kann innerhalb der nächsten Woche, also sozusagen Auslosungsdatum ist dann der 3. Advent, kann dieses Set gewinnen. Ist das nicht toll? Das ist gesponsert von Biowohle und ich freue mich da wirklich sehr darüber, weil das ist ein Herzensprodukt, wo ich wirklich sagen kann, mit reinem Gewissen, ich bin zufrieden und ich möchte euch das auch gerne übermitteln, dass ich zufrieden bin. Auch hier, wie gesagt, wenn ihr dann das Produkt habt und seid nicht zufrieden, schreibt bitte Biowohle und sagt, ich brauche eine andere Salbe oder es funktioniert nicht. Also da bitte ganz mutig sein und schreiben, aber dieses Set könnt ihr in diesem Video gewinnen. Eine reine Herzenssache von mir und da sage ich auch nochmal vielen lieben Dank. Die Lieferung wird auch direkt von Biowohlen erfolgen. Das heißt, wer gewonnen hat, sollte sich bitte mit mir in Verbindung setzen, dass ich dann die Adresse weitergeben kann. Wir nehmen Hashtag Herzensprojekt. Ich schreibe euch das nochmal hin. Nicht Biowohlen. Und wichtig ist, dass ihr vielleicht auch ein Abo da lässt. Das vergessen nämlich viele.
Und schaut auch gerne mal auf Instagram bei BioVolum vorbei, auf die Webseite. Guckt euch das einfach mal anschauen, kostet noch nichts. Aber wie gesagt, diese Verlosung ist ein Herzensprojekt von mir. Es sind zwei tolle Produkte, die ich euch echt auch wieder in 2024 empfehlen kann. Eine schöne Geschenkidee zu Weihnachten. Genau, das wollte ich euch eigentlich in diesem Video sagen. Und ja, bin auf jeden Fall happy und bin jetzt auf jeden Fall fresh für meine nächsten Beauty Steps und wünsche euch einen schönen zweiten Advent. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, wie immer, bleibt mir schön gesund, eure Heike.